Raga, Tor zur Wüste. Da sind wir. Habe ich mich jetzt gleich mal direkt davor teleportiert. Ja, toll, dankeschön. War wieder super. Die Sache ist, ich habe jetzt noch mal kurz die Truheninventarei aufgemacht. Dabei war jetzt nichts Besonderes drin. Ich wollte es bloß noch erwähnen. Nicht, dass sich jemand, ja, irgendwie ganz genau auf irgendwelche bestimmten Sachen achtet, warum zum Beispiel die Zahl der Heiltränke anders ist oder sowas. Ich habe da einfach mal noch fix das geöffnet alles und noch ein bisschen ausgeplündert. Dachte ich mir, das muss ich ja jetzt nicht unbedingt ins Let's Play packen, in die Aufnahme. So, Freunde. Mir fällt gerade auf, ich wollte eigentlich noch gar nicht jetzt direkt gegen die kämpfen. Vielleicht gehe ich auch noch mal kurz ein Stück weg, damit die es lassen. Denn eigentlich wollte ich vorher noch... Halt die Klappe hinter mir. Eigentlich wollte ich nämlich vorher noch zu den Nomaden gehen. So, sind wir die los? Ich wollte vorher noch hier zu den Nomaden gehen. Zu Azaru, ne? Azarus Zippe. Ach, lass mich doch mal in Ruhe da unten, Mensch. Flüchte ich halt durch die Ruinen. So, die müssen ja hier drüben gewesen sein, ne? Da drüben. Genau. So, hüpf. Genau, hier sind sie. Da stehen sind sie noch mehr von den Biestern. Und warten fröhlich, bis schon ich... wieder eins von diesen Viechern. Ach so. Überall diese Mistviecher. Darf ich mal? So, natürlich habe ich das, weil ich es kann. So, wo ist Azaru? Der steht hier unten wahrscheinlich. Einfach keine Ruhe. Azaru, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ach Leute. Hättet ihr nicht eine andere Mal Kammerjäger spielen können, als ich nicht da war? Dem hast du's gezeigt. Das war's mit dir, du Mistvieh. Ja, natürlich. So, darf ich jetzt? Azaru. Achso, ich muss wahrscheinlich warten, bis sie wieder auf der Position sind, damit das funktioniert. Da ich ja sonst schon während des Marsches nach unten mit ihnen hätte sprechen können. So, alle wieder da? Überall diese Mistviecher! Ernsthaft? Ach Leute. So, das hast du den. So, haben das wäre denn jetzt erledigt. Hab das geschafft jetzt. Hört er jetzt mal auf, mit irgendwelchen blöden Wildviechern zu kämpfen. Das fände ich total geil. So. Okay, ich höre schon wieder irgendjemand kämpfen. Jetzt schnappe ich mir aber kurz Azaru. Wie sieht's aus? Seid ihr bereit für den Angriff? Es ist Zeit. Ja. Treiben wir die Assassinen aus der Stadt. Oh ja. Los geht's. Die Befreiung von Braga. Wer auch immer da gerade kämpft, ist mir egal. Attacke! Speichern. So, davon haben wir schon den wir als erstes angehen sollten, nämlich Naphalem. Jetzt bist du dran. Hast du gerade die arme kleine Tänzerin hier geschossen mit deiner Magie? Gut gemacht. Ich glaube, es hakt. So, auch die Sklaven kämpfen natürlich auf unserer Seite. Denn wir stehen ein für das Gute. So, wunderbar. Viele dürften es nicht mehr sein. So, José, du kleiner Arsch. Du hast es... Oh, hallo, Diego. Der hat es sich verdient. Ich finde auch gut, dass Diego mit uns kämpft hier zur Befreiung. So. Oh, haben wir hier draußen noch welche? Nee. Wo ist denn hier noch jemand? Ah, vor den Toren der Stadt, natürlich. So. Das ist natürlich jetzt alles mit den Nomaden überhaupt kein Problem. Tufail, natürlich. Der muss auch noch dran glauben. Und ich glaube, wenn wir den haben... Oh, da steckt aber einiges weg. Dann haben wir es geschafft. Der hält ja viel mehr aus als Naphalem. So.
Jawohl! Praga ist frei! Auch hier ist es vollbracht. Wir haben es geschafft. Leider sind einige Sklaven dabei gestorben. Bei dem Aufstand. Aber sie sind für das Gute eingetreten. Und immerhin ist der Einfluss der scheußlichen Assassinen nun beseitigt. Gegen wen kämpfen sie denn jetzt noch? Leute? What the fuck? Ja, klar. So, mit Aietos gibt's nichts mehr. Keine Ahnung, was die da sehen. Wir haben gesiegt! So, mehr gibt's auch nicht dazu besprechen. Gut, mit ihm können wir auch alte Magie sehen. Bring mir etwas über alte Magie bei. Offenbar sind die Nomaden hier damit. Wo kommt der denn hergerannt? Die Nomaden damit eng verknüpft mit der alten Magie. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Okay. Auf jeden Fall ist das hier vollbracht. Wir schauen mal kurz am Amboss, was wir eigentlich so alles haben. Genau, das Notmarschwert, das hatte ich gesehen, dass wir das hatten. Schaden 90. Da weiß ich nämlich gerade gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar besser ist als alles andere, was wir sonst so haben. Also nicht alles andere. Das Paladin-Schwert ist natürlich besser, aber das Krummschwert. Ach nein, es hat 95. Aber das ist schon geschärft. Das heißt, ich kann meinen Schaden noch um 5 erhöhen, wenn ich noch einen Mutmarschwert herstelle. Machen wir runter, eins reicht. So, jetzt brauche ich noch einen Schleifstein. Haben wir denn hier irgendwo einen Schleifstein in der Stadt? Oder in dem Dorf? Ich weiß es nicht. Diego interessiert es gar nicht, dass die Stadt befreit wurde. Er hat zwar mitgekämpft, aber eigentlich ist es ihm egal. Naja. Das ist halt ein bisschen schade, da merkt man dann immer, dass es doch ein bisschen leblos ist alles. Vielleicht hätte da auch eine kleinere Welt gereicht, in der man dann dafür aber mehr Leben reinbringt. Freut mich aber, dass die Nomaden sich jetzt hier breit machen und jetzt Praga eingenommen haben. Das ist sehr schön. Wir machen noch ein paar Truhen auf. Erzrohling, warum nicht? So. Jetzt muss man gerade vor allem bei Nafalem gleich nochmal reinschauen. Der hat bestimmt auch noch eine schwere Truhe oder sowas. Und danach bleiben nur noch zwei Städte. Wir haben nur noch offen Morasul und Bakaresh. Und die werden beide knüppelhart. Ich glaube aber, wir nehmen uns zuerst Morasul vor. So, da fällt mir gerade auf. Wir werden das Quest mit der Vorbereitung der Sklaven gar nicht mehr machen können in Bakaresh, weil die Assassinen uns sofort angehen. Das wird gar nicht mehr funktionieren so richtig. Eigentlich schade. So, hier ist noch eine Truhe. Wunderbar. Metalltruhe. Eine schwere Truhe wäre mir lieber, aber naja, was soll's. Man kann nicht alles haben. Gut, gehen wir noch kurz bei Nafalem unten reinschauen und dann ist aber auch gut. Ansonsten gibt es leider auch nichts mehr, was wir hier noch machen könnten. Genau, hier ist noch eine Truhe. Ayla tanzt weiter für niemanden. Die hat einfach Spaß dran. Das ist dann halt immer so ein bisschen schade, finde ich, dass sie auch so wenig drauf reagieren. Also mit ihr kann man jetzt auch nichts mehr besprechen. Liebste Titten hat die dran, unglaublich. Die machen dann einfach weiter. Nach dem ersten großen Krieg herrschten die Orks im Reiche Myrtana. Und die Menschen waren ihre Sklaven. Aber die Kämpfer waren ihre Gladiatoren. Aber auch was die Sklaven zum Beispiel in Ishtar anging, die haben einfach weiter ihr Zeug durch die Gegend getragen. Warum? Was soll denn das? So, gibt's hier eigentlich Bring irgendwas? Mir was über das Diebeshandwerk bei. Feilschen, Rausreden, schwerer Taschendiebstahl. Brauchen wir alles nicht. Was ist denn los? So. Gut, verabschieden wir uns von hier. Speichern nochmal. Und dann teleportieren wir uns mal an den Stadteingang von Morasul. Morasul, hier. Auf geht's. Jetzt Hallo Ladies. Du. Ich Wartet mal, noch nicht. Auf.
Lasst mich mal jetzt noch nicht sterben, ich will noch mal kurz mit Kajor sprechen. Kajor! Wo ist er denn? Kajor? Kajor ist noch... Oh. Okay, Kajor ist noch irgendwo mitten auf dem Weg. Ich speichere mal kurz und mache mich mal auf den Weg zu Kajor und hol den mal mit hierher, okay? Also bis gleich. So, da habe ich Kajor mal geholt. Der stand immer noch vor der Höhle rum und ich dachte mir, ich erspare das euch jetzt mal, wenn wir hier hingehen. Oh, ich befürchte etwas. Shit, das haben sie nicht ausgemerzt. Kajor backt sich nämlich fest. Oh, ich dachte, das hätten sie mit irgendeinem Community-Patch mal ausgemerzt. Der rennt in den Fels und dann bleibt er da. Ach, shit. Das ist blöd. Ich weiß nicht, ob der es jetzt von allein schafft, zu den anderen Nomaden hinzugehen. Okay, wir gehen mal zu den anderen hin. Vielleicht klappt das ja. Ansonsten müssen wir Kajor mal als vermisst melden. Das ist echt shit jetzt. Oh nein. Ich dachte, das hätten sie mal irgendwann behoben. Genau deswegen habe ich aber jetzt gerade auch angemacht schon vorher, weil ich das so ganz untergründig habe ich schon irgendwie befürchtet, dass das passieren könnte. Kajor ist ja bloß mitgekommen, wenn man im Gegensatz zu den anderen Nomaden, wenn man mit ihm mitgelaufen ist, da hat er auf einen gewartet und wir haben ihn damals stehen lassen direkt vor der Höhle. Deswegen musste ich ihn dort jetzt noch abholen gehen. Schön, wie Aishadim dort im Hintergrund liegt. Idyllisch. Genau, leider kann es jetzt sein, dass Shayor, weil ich gerade von Aishadim geredet habe, dass Kajor jetzt dort bleiben muss, wo er ist. Hm. An der Stelle, ich cheate mal, okay? Vielleicht hilft das, wenn wir uns zu ihm hinschieben. Ich speichere mal. Ich wollte eigentlich im normalen Spiel jetzt nicht cheaten, aber wir probieren das mal. So, Marvin-Mode wieder. Wenn wir jetzt zu Kajor hingehen, ist er nicht da. Aber wir sind jetzt, doch hier vorne ist er. Genau, jetzt können wir nämlich... Er ist schon mitten in der Stadt. Das ist dein Ende. Jawohl, komm, lass uns mal durchgehen noch schnell. Jetzt! Bleib stehen, du Feigling! So, dann machen wir das jetzt mal so. Dass wir uns zur anderen Seite durchschlagen. Anga kämpft ja auch mit uns. Das heißt, wir haben so ein bisschen zumindest eine Unterstützung hier. Okay, so haben wir ihn zumindest jetzt wieder rausgekriegt. Ich meine. So fürs normale Spiel wollte ich jetzt eigentlich im Let's Play nicht cheaten. Ich habe das auch gerade schon in der Konsole gesehen. Um einfach nur um abzukürzen, habe ich das jetzt natürlich abseits der Aufnahme trotzdem gemacht. Also, shit, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh nein! Ah, fuck. Dieser Sieg ist für. Okay, wir gehen nochmal hin. Vielleicht habt ihr das gerade in der Konsole gesehen. Da stand ja schon drin, dass ich zu Kajor hin bin. Ich habe natürlich abseits der Aufnahme das jetzt trotzdem mal gemacht. Einfach nur, weil es schneller geht, aber ich wusste ja, wo er ist. Also nicht, dass irgendjemand jetzt denkt, abseits der Aufnahme cheat ich hier rum wie so ein Bekloppter, um irgendwo hinzukommen. Ich habe es jetzt einfach nur als Abkürzung benutzt und dachte mir jetzt, in der Aufnahme wollte ich es eigentlich wirklich nicht machen im normalen Spiel. Da wir ansonsten aber keine Chance haben, Kajor dort rauszuholen, sollten wir das vielleicht trotzdem wieder so tun. Go to Lajor. Ach, ich kann es doch auch. Ich kann aber einfach so machen. So. Kajor, warte mal. Reicht das schon? Nein. Ich Leute, es gibt einen Kampf! Ja!